Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste und Partner hier zum Webinar Sonntagabend 19 Uhr. Ich glaube, es gibt nicht viele Alternativen. Ich habe gerade geschaut, doch in 5 Minuten beginnt Schwiegertochter gesucht oder so. Also haben wir im Prinzip keine Alternativen, als uns dieses Webinar heute mal reinzuziehen. Gut, bevor wir starten, ganz kurz, vielleicht schreibt mir jemand in den Chat rein, ob wir Ton haben, ob Bild da ist. Das wäre ganz cool. Dann fangen wir auch direkt an. Wenn mir, die Daniela hat schon geschrieben, Ton ist da. Perfekt. Also, das ganze Webinar dauert circa 30 Minuten. Im ersten Teil wird euch die Leyla die Produkte von Bionel vorstellen und im zweiten Teil komme ich nochmal dazu und werde so ein bisschen über die Geschäftsmöglichkeiten mit Jetaso in Verbindung mit den Bionel-Produkten sprechen. Und warum wir heute Abend hier sind, es liegt einfach daran, dass Leyla vor einigen Jahren also Riesenprobleme hatte mit ihren Nägeln und deswegen bin ich total glücklich, dass sie diese Probleme hatte. Deswegen sind wir heute hier, deswegen haben wir so ein tolles Produktsystem und ich will jetzt gar nicht weiter reden. Wir haben Ton, wir haben Bild, also ich gebe direkt weiter zur Leyla und wir beginnen mit dem Webinar. So, ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich freue mich wirklich riesig, dass heute sehr viele daran teilnehmen. Und ich denke mal, dass ich auch direkt starte und keine Zeit verliere. Also, ich beginne mit unserem Produktflyer. Hier sehen wir die Vorderseite, da ist nochmal alles Wichtige nochmal dargestellt, das wirklich einfach, wie ist das alles entstanden und was hat das Pflegesystem auf sich, wie funktioniert das und was ist das genau? Also das ist auf einen Überblick so einfach dargestellt, dass man sich diese Information aneignen kann. Und das ist die Rückseite des Produktflyers. Also wirklich jede Kundin, die das Pflegesystem zu Hause vor sich liegen hat, kann die Anwendung anhand des Produktflyers so einfach durchgehen. Hier ist nochmal das Vier-Schritte-System dargestellt. Also ihr müsst wirklich wissen, dass jeder dieser einzelnen Steps ganz, ganz viele Inhaltsstoffe beinhaltet. Nur wir können die nicht alle auf so einem Flyer darstellen. Und deswegen haben wir wirklich nur die Highlight-Wirkstoffe herausgepickt und jeweils auch die einzigen Aufgaben dieser einzelnen Steps, damit wirklich einfach auch jede Kundin nachvollziehen kann, was es auf sich hat und warum es wirklich so wichtig ist, dass man das Pflegesystem bei diesen 4 Schritte belässt und nicht einen Schritt weglässt und vielleicht nur 2 Schritte anwendet. Also man muss wirklich das Pflegesystem bei diesen 4 Schritte belasten, weil das System synergetisch aufeinander abgestimmt ist. Was heißt das? Das heißt, dass wirklich die exakt ausgewählte Kombination der Inhaltsstoffe darin genauso ausgewählt wurden, dass sie sich wirklich in ihrer Wirkung gegenseitig unterstützen und verstärken. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dass man das Pflegesystem bei diesem 4-Schritte-System belässt und kontinuierlich regelmäßig wirklich anwendet, um auch sichtbare und spürbare Ergebnisse erzielen zu können. Ich empfehle meistens immer 2 bis 3 Mal in der Woche das Pflegesystem anzuwenden. Dann kommt ihr damit 3 bis 5 Monate, sprich 50 bis 60 Anwendungen mit hin. Also wie ihr seht, ist es vom Verbrauch her sehr, sehr sparsam. Und Bioné ist abgeleitet von der Bioaktivität. Also es funktioniert aufgrund dieser Bioaktivität. Das heißt einfach, dass beim Auftragen von Bioné die reichhaltigen und nährenden Inhaltsstoffe durch die Nagelplatte, durch auf die Matrix, also auf das Nagelbett einwirken und dort die lebenden Zellen mit wichtigen Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien versorgen. Und diese sterben tagtäglich ab und werden zu neuen Keratinproteinen. Also wachsen zu einem neuen Nagel heran. Deswegen ist es vielleicht auch für den Hintergrund wichtig zu wissen, wenn nur ein gesundes Nagelbett vorhanden ist, kann auch ein gesunder Nagel daraus entstehen. Und hier kommen wir jetzt dazu, das ist auf der Frauenmesse entstanden, das Bild. Also direkt nachdem ich mit Bionel gestartet bin, also auf dem Markt gestartet bin, kurz danach, ich brauchte ja ein Feedback. Ich hatte ja keine Kundenerfahrungsberichte, ich wusste nicht, wie kommt das Produkt da draußen in der Frauenwelt an. Und da habe ich direkt danach an einer Frauenmesse teilgenommen. Und ich habe wirklich festgestellt, das ist unglaublich. Also unser Stand war nonstop nur überfüllt und wir hatten gar nichts. Genug Plätze, gar nicht genug Stühle da. Wir mussten noch welche im Nachgang dazwischen quetschen. Es haben teilweise Kunden auch im Stehen das Produkt ausprobiert, weil einfach die Neugier so riesig war. Und also die Frauenwelt war begeistert und da ist eine Innovation, was Neues, man ist neugierig, man ist gespannt, was ist das? Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen,
dass das Pflegesystem wirklich ein ganz, ganz geniales, tolles Produkt für Homepartys ist. Warum? Weil einfach alle Sinnesorgane angeregt werden. Man sieht auf den ersten Blick das hochwertige Pflegesystem, das sieht ganz toll, hübsch aus und dann ist man gespannt auf die Anwendung und sobald man wirklich mit den einzelnen Schritten durchgeht, sobald man mit Step 1 diese antiseptische Entgifter beginnt, dann spürt man schon einen frischen Kick, weil es richtig total kühlend und erfrischend ist. Und sobald man die einzelnen Schritte auf den Nägeln drauf hat, man spürt es. Man sieht auch diesen Soforteffekt, egal wie der Nagel vorher aussieht und welche Unebenheiten oder Nagelverfärbungen da sind. Man hat wirklich bei Bionel diesen Soforteffekt. Direkt nach der ersten Anwendung hat man so einen tollen Look, als ob man gerade frisch von der Maniküre kommt. Und man riecht die tollen Sachen daraus. Also ich kann wirklich, jede Frau, die Bionel schon bereits kennt, kann das nachempfinden. Wirklich die einzelnen Steps, wenn man die durchgeht, wie toll die Inhaltsstoffe daraus riechen und man kommt gar nicht mehr von der Nase weg. Und gerade wenn man mit unserem Remove startet, ich finde immer so, bevor man mit dem Pflegesystem anwendet und den Remove öffnet, jede Frau, die wirklich Nagellack benutzt, kennt diese herkömmlichen Nagellackentferner, auch wenn die acetonfrei sind, haben die diesen herkömmlichen, typischen, aggressiven Geruch. Und jedes Mal, wenn man das dann benutzt hat, hat man das Bedürfnis, die Hände danach zu waschen. Und oft ist da wirklich noch so ein weißer Film. Man merkt, oh, da ist auch Feuchtigkeit den Nägeln und der Umgebungshaut genommen worden. Also jede Frau kennt diese herkömmlichen Nagellackentferner. Und bei Remove ist es gar nicht der Fall. Ne? Abgesehen davon, dass es in einer ganz tollen Flasche drin ist. Und sobald man diese tolle Bambuskappe öffnet, kommt einem ganz, ganz toller Kokosgeruch in die Nase. Und an dieser Stelle betone ich, bitte nicht trinken, weil viele einfach auch sagen, boah, ich möchte das am liebsten trinken, so lecker riecht das. Nein, bitte nicht riechen. Aber ihr könnt es so oft es nötig ist, benutzen auf euren Nägeln. Also da kann wirklich jede Kundin, die das auch schon kennt, nachempfinden. Also da hat man wirklich eine Suchtgefahr, dass man es immer wieder anwenden möchte, weil es so toll ist. Also an dieser Stelle wirklich, das ist ein total geniales Produkt, wenn ihr da wirklich auch so eine Homeparty machen wollt oder ein paar Freundinnen einlädt, das ist immer ganz toll. Hier habe ich mal zwei Beispiele rausgepickt. Wir haben natürlich ganz, ganz viele. Wir kriegen jeden Tag unzählige herein. Und hier habe ich einfach links oben das Bild ausgesucht, weil es wirklich einer guten Freundin gehört, die mich auch auf dieser Frauenmesse übrigens begleitet hatte. Die hat Wochen vorher das Pflegesystem erhalten, damit sie es wirklich auch regelmäßig anwendet und um auch sichtbare und spürbare Veränderungen zu sehen nach Wochen, dass man es wirklich auch optisch sehen konnte, weil sie wirklich von Natur aus ganz, ganz, ganz strapazierte Nägel, ganz brüchig und die waren ziemlich sehr kaputt und auch die Umgebungshaut sieht man, die war auch leicht manchmal eingerissen, also sah nicht mehr schön aus und vielleicht für den Hintergrund, sie ist Fitnesstrainerin und arbeitet im Fitnessstudio, also hat viel an Geräten zu tun und sie sagt immer, dass sie wirklich, sie wusste, dass sie einfach kaputte Nägel hat, aber sie darf da auch nichts drauf haben, kann nichts Künstliches, weil sie einfach das Gefühl für dann nicht hat, ne? Wenn sie an Geräte arbeitet und egal, wenn sie es dann auch immer lackiert hat mit bunten Nagellacken, hat man trotzdem gesehen, dass die Nägel ein bisschen kaputt sind. Ne? Und sie war natürlich auch gespannt auf Bionel, hat es natürlich auch benutzt und hat mich dann auf der Messe begleitet und ich finde immer sehr, sehr wichtig, dass man immer, das ist immer authentischer, wenn man aus eigener Erfahrung heraus sprechen kann und berichten kann, wie war es bei einem selber, wie war man skeptisch am Anfang und wie haben sich die Nägel über die Wochen und Monate verändert. Und sie hat wirklich jeder Kundin dann immer erzählt, ja, jetzt habe ich auch endlich wieder schöne Nägel. Und die waren auch wirklich beneidenswert schön lang und kräftig. Und also die ist so begeistert. Und unten das Bild, da sieht man wirklich einfach, was ich vorhin meinte, diesen Soforteffekt. Da sieht man bei der Kundin am Daumen wirklich, dass die Keratinplatte schon beschädigt ist. Man sieht es offensichtlich, dass das kaputt ist und sie hat dann auch Bionel drauf gehabt und rechts sieht man diesen Soforteffekt. Ne? Und das meine ich immer, egal wie kaputt die Nägel vorher aussehen. Nach Bionel, nach der allerersten Anwendung hat man so einen tollen Look, aber nur durch die regelmäßige Anwendung, also kontinuierlich, dass man es wirklich 2 bis 3 Mal in der Woche anwendet, nur über Wochen und Monate hinweg, kann man dann auch von sichtbaren und spürbaren Ergebnissen sprechen. Dann werden die Nägel schön kräftig und gepflegt und der Wachstum wird dann auch enorm gefördert.
Ja, hier kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingskundenerfahrungsberichte, muss ich sagen. Also das ist meine allererste Kundin gewesen auf Facebook. Ich war vorher mit ihr schon befreundet und sie hatte erfahren, dass ich mit einem Pflegesystem starten werde. Und sie ist eine Kundin, muss ich erwähnen, die wirklich über Jahre hinweg nur Gel-Acryl benutzt hatte, weil sie einfach von Natur aus keine schönen Nägel hatte. Also die sind immer abgebrochen, die waren brüchig und hinzu kam auch noch, dass sie Nagelkauerin war. Und das war ihr dann auch sehr peinlich und unangenehm. Und deswegen, und weil sie in der Öffentlichkeit auch steht und arbeitet, es sind halt immer schöne gepflegte Nägel ein Muss. Und sie hat einfach das Problem, was sie hatte, durch diese künstliche Gelschichten einfach kaschiert. Aber sie wusste, dass es nicht für den Naturnagel gut ist und dass sie damit nicht ihr Problem dann löst. Aber es gab halt nichts anderes. Und sie sagt, sie hat auch so vieles durchprobiert und ausprobiert und nichts hat geholfen. Und natürlich war sie dann halt auch gespannt auf Bionägel. Und sie hat natürlich das Pflegesystem auch erhalten und wie wir sehen, also sie ist im April, ich bin auch am 15. April gestartet. Ja, da ist sie auch direkt mit Bionail, hat sie dann angefangen, ist sie halt mit der Anwendung, hat sie dann gestartet und hat mir dann 2 Monate, sieht man hier, Ergebnis Juni, hat sie mir 2 Monate später das tolle Bild geschickt und man sieht, das ist unglaublich. Also als ich es gekriegt habe, habe ich gedacht, mein Gott, ist ja unfassbar. Aber da sieht man nochmal, wie das Pflegesystem wirkt. Also sie war auch ganz geduldig am Anfang, hat dann wirklich einfach kontinuierlich das angewendet, weil sie es unbedingt, sie jetzt sagt, es muss klappen und das wird klappen. Und da sieht man nach 2 Monaten, oh, wow, also da fehlen einem die Worte, da braucht man nichts mehr hinzusagen. Und das ist auch die Kundin gewesen, die mir das tolle Gedicht übrigens geschrieben hat. Das hatte ich auch hier über Facebook auch vorgetragen. Und da war es mir echt wirklich zu Tränen nahe, sehr emotional. Und da habe ich nochmal gesehen, wow, das will ich, das ist meine Mission. Ich möchte ganz, ganz vielen Frauen da draußen helfen, die wirklich vielleicht ein Nagelproblem haben und das dann aus der Welt schaffen wollen. Und ja, das sind immer ganz, ganz tolle Ergebnisse und ganz, ganz tolle Kundenerfahrungsberichte. Hier haben wir eine weitere Kundin, die auch mit Bionail gestartet ist. Also man sieht links ihre Naturnägel, da hatte sie vorher Gel-Acryl drauf, die Schicht, die hat sie dann runtergefallt und hat dann mit Bionail gestartet. Und man sieht wirklich links auf dem Nagel wirklich, das ist oft diese Symptome, dass da wirklich, wenn da diese künstliche Gelschicht von den Naturnägeln runter ist, sieht man einfach, wenn es über längeren Zeit hinweg benutzt wurde, dass da wirklich der eigentliche Nagel einfach so gut wie keinen Sauerstoff erhalten hat und auch diese Störungen da drin, also da sieht man einen Nährmangel und das sind typisch diese Symptome, da sind dann weiße Befleckungen, also so sieht dann der Nagel oft dann auch aus und ja, da hat man den Soforteffekt rechts, da hat sie Bionail drauf, das sieht auf den ersten Blick total schön und gepflegt aus und ja, mit ihr bin ich auch weiterhin in Kontakt, sie schickt mir ganz fleißig ihre Bilder von ihren Nägeln und die sind so toll lang geworden, also die ist so begeistert und ich freue mich natürlich dann auch, ne? Das ist auch eine weitere Kundin, hier ist vielleicht interessant zu erwähnen, sie kommt aus dem medizinischen Bereich, weil es gibt sehr viele Berufsgruppen, wo wirklich einfach aus hygienischen Gründen keine künstlichen Gelschichten auf den Nägeln drauf darf, ne? Und auch kein Nagellack, also das muss einfach hygienisch alles sein und da darf man nichts drauf haben. Und gerade für diese Kunden, die wirklich sagen, ich arbeite viel mit Desinfektionsmitteln, das beansprucht meine Nägel schon eh, meine Hände und ich möchte aber trotzdem weiterhin schöne gepflegte Nägel haben und das ist auch absolut legitim. Und diese Kundin, wie gesagt, kommt aus dem medizinischen Bereich und die war am Anfang auch sehr skeptisch, ob es was bringt und hat natürlich dann auch Bionail angewendet und bedankt sich jetzt jeden Tag und sagt, ich bin so froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Sie war sehr, sehr skeptisch, ne? Sie hat gesagt, oh, bringt es dann auch was und so. Aber wie man sieht, es bringt was und die postet jetzt noch ganz fleißig immer ihre Bilder und ja, zeigt jeden Tag ihre Bionail-Liebe, dass sie total begeistert davon ist. Und ja, dann bin ich natürlich auch super glücklich, ne, wenn diese Kunden dann davon begeistert sind. Ja, hier kommen wir jetzt. Wow, Farben, Farben, Farben. Also ich bin da total happy, dass es uns gelungen ist. Eine Revolution, also dass wir wirklich Farben rausbringen. Und man muss wirklich an dieser Stelle betonen, es ist dieser Step 3 Improve. Mit denselben
pflegenden und schützenden Eigenschaften ist es wirklich gelungen, dann auch total tolle, fantastische Farben auch rausbringen. Dann kann man immer Step 3 dann in fantastischen Farben immer auswechseln. Weiterhin das Pflegesystem anwenden, dann hat man Pflege und Fashion. Also da geht mein Herz auf und ich glaube von euch allen da draußen auch. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich bin genauso ungeduldig. Ich kann kaum erwarten, dass die Farben kommen. Ich kann euch verstehen, dass ihr jeden Tag ungeduldig drauf wartet. Also die Farben kommen jetzt bald rein und sobald es im Lager ist, dann werden wir es an euch rausversenden. Also ein bisschen Geduld, ihr Lieben. Ich bin genauso ungeduldig, kann es verstehen. Ja, jetzt kommen wir zu Zahlen und Fakten und ich übergebe jetzt an Stefan und freue mich sehr und bedanke mich, dass ihr mir so fleißig zugehört habt und wünsche euch noch weiterhin einen schönen Abend. Bis dann. So, fliegender Tausch. Okay, wo muss ich unterschreiben? Also ich glaube, man braucht gar nichts mehr sagen. Wo kann ich mitmachen? Also ich muss ja unbedingt mitmachen, weil so eine Begeisterung ist ja wirklich unglaublich. Und ich betone hier, nein, sie hat keine Drogen genommen. Sie hat keine Drogen genommen, weil jeder, der die Produkte kennenlernt und vielleicht auch den Vertriebsweg, den ich jetzt erkläre, der wird diese Begeisterung an den Tag legen, weil es ist wirklich unglaublich. Das Produkt ist einfach sensationell gut. Gut, ich will auch keine Zeit verlieren. Wollen wir über Network Marketing sprechen? Was ist Network Marketing? Viele sind vielleicht heute hier eingeladen worden und kennen das System noch nicht, was Network Marketing ist. Network Marketing ist also nicht irgendwie so, wo man denkt, oh, ist das irgendwas Schwieriges? Nein, das ist im Prinzip Empfehlungsmarketing. Das bedeutet im Prinzip die Produkte oder Dienstleistungen oder irgendwelche Dinge, die ich toll finde, empfehle ich irgendwelchen Menschen, Freunde, Bekannte, Leute, die ich kenne. Und das machen wir eigentlich unser ganzes Leben lang. Gehen wir ins Kino, empfehlen wir einfach irgendwo jemand, hey, der Film, den ich gestern gesehen habe, war total cool. Aufgrund meiner Empfehlung geht da jemand hin. Oder ich gehe essen mit meinem Partner und sage, wow, da kannst du super essen gehen. Aufgrund meiner Empfehlung geht jemand irgendwo dahin. Und Empfehlungsmarketing, Network Marketing bedeutet auch, dass durch meine Empfehlung dort Umsatz entsteht bei dem Unternehmen und dass diesen Umsatz in Form von Provision rausgegeben wird. Freies Unternehmertum für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität. Also man braucht kein wirklich Zeugnis zeigen oder welche Religion gehöre ich an, um in ein Network Marketing Unternehmen oder in diese Branche tätig zu werden. Man hat keine nennenswerten Investitionen. Man kann einfach heute beginnen im Network Marketing. Ich sage mal so zwischen 500 und 2000 Euro investiert man vielleicht in sein Business, je nachdem, was für eine Produktpalette das Unternehmen bietet. Man hat freie Zeiteinteilung. Was bedeutet das? Man entscheidet selbst, wann man dieses Geschäft betreibt. Und das ist irrsinnig cool, weil wenn man heute einen Nebenjob angeht, irgendwo sagt, ich will nebenbei 500 Euro verdienen, dann geht jemand schon hin und sagt, okay, Sie können morgens von 8 bis 11 bei uns arbeiten oder nachmittags von 17 Uhr bis 19 Uhr, jeden Tag so 2 Stunden und können dann auf so einen Nebenjob, so 450 Euro Basis ist das, glaube ich, irgendwo arbeiten. Hier geht es darum, du entscheidest selbst, wann und wie viel du arbeitest bei Freizeiteinteilung. Und das ist absolut positiv und natürlich gefährlich auch, weil Freizeiteinteilung bedeutet auch, ich kann mir frei einteilen und wenn ich nichts machen will, dann mache ich nichts. Man hat keine Gebietsbeschränkungen, das heißt, ein Unternehmen im Network Marketing sagt nicht, du darfst nur in den und den Gebiet arbeiten, sondern du kannst überall arbeiten, wo die Firma hinliefert, sage ich mal. Und die meisten Firmen arbeiten halt international, also gerade wenn es eine europäische Firma ist, auch in Europa. Man hat unbegrenztes Einkommenspotenzial durch Vervielfältigung von Arbeitskraft und Arbeitszeit. Was bedeutet das? Ganz einfach, eines der größten Network-Marketing-Unternehmen, die wir kennen. Jeder kennt das im Prinzip, jeder hat das schon mal von gehört, ist ein Unternehmen, das heißt Tupperware. Alle 2 Sekunden findet zum Beispiel heute noch weltweit eine Tupperware-Party statt, so, wo Plastikschüsseln halt so Vorteile erklärt werden und wo die Menschen halt dann kaufen. Also alle 2 Sekunden findet so eine Party statt, eines der größten Network-Marketing-Unternehmen. Und da habe ich die Möglichkeit, einmal die Produkte zu empfehlen und ich habe auch wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, möchtest du nicht auch ein paar Euro verdienen, diese Produkte empfehlen? Und dann kann ich so Teampartner gewinnen. Und das ist halt Network-Marketing und da gibt es halt zig andere Firmen auch, die das über Jahrzehnte machen. Und dadurch kann ich zum Beispiel halt wirklich
Einkommen generieren, die jenseits von Gut und Böse sind. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt ja auch so Firmen, die sagen, ja, heute anfangen, in 3 Monaten reich werden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei den Menschen, die vielleicht schon 10, 20 Jahre in dieser Branche tätig sind und vielleicht heute das Unternehmen wechseln und mit ihren Partnern zum anderen Unternehmen gehen, dann verdienen die in dem Unternehmen auch gleich ganz schnell. Aber im Normalfall im Network Marketing dauert das immer so ein bisschen seine Zeit. Es gibt keinen anderen Industriezweig, wo mehr Einkommensmillionäre hervorgebracht werden. Das ist einfach so durch dieses System, dass ich nicht begrenzt werde in meiner Tätigkeit. Also wenn ich ganz große Ziele habe und sage, ich will ganz riesengroße Organisationen aufbauen, dann kann ich das. Ich werde nicht so irgendwie gedrosselt und gebremst. Und wenn ich sage, ich möchte nur ein bisschen, dann kann ich auch ein bisschen machen. Und das ist das Schöne im Network Marketing. Deswegen sage ich immer, die fairste Branche der Welt. Wie funktioniert das bei uns, bei Yetaso? Ganz einfach. Hier hast du die Möglichkeit, Partner zu werden. Jemand hat dich heute hier zu diesem Webinar eingeladen. Im Anschluss kannst du dich mit dieser Person in Verbindung setzen. Der gibt dir dann so einen sogenannten Webseitenlink. Dort kannst du dich registrieren als Partner bei Yetaso. Als Vermittler steht dann der Name drin, der dich heute da eingeladen hat. Und dann kannst du dir ein Starterpaket wählen. Bei uns ist das zwischen 159 Euro und 499 Euro. Kannst du wählen, was passt zu dir, was möchtest du, mit welchen Produkten möchtest du starten, dieses Geschäft aufzubauen. Und so kannst du das halt wählen und bist halt registrierter Partner. In dem Moment kaufst du all diese Produkte, die wir anbieten, also die Bionell-Produkte, mit 25% Rabatt ein. Ganz einfaches Beispiel, so ein komplettes Set, was die Leila eben gerade erklärt hat, was zwischen 3 und 5 Monate ausreicht, wenn man das regelmäßig anwendet, bei 2 bis 3 Mal die Woche, kostet für dich als Partner 66,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer und der Kunde zahlt dafür 89 Euro. Das, was dazwischen ist, ist dein Verdienst. Oder ein Einzelprodukt, jemand bestellt zum Beispiel einen Remove, also diesen Nagellackentferner, diesen gigantischen, den wir Männer ja sogar lieben. Also wir schicken jetzt die Frauen nicht mehr raus, wenn sie ihre Nägel, also ihren Nagellack abmachen. Wenn sie Remove benutzen, die dürfen das sogar im Auto machen, weil der riecht so angenehm, dann kann ich dieses Produkt verkaufen für 22 Euro. Das heißt, der Endkunde zahlt 22 Euro und ich zahle bei der Firma dafür 16,50 Euro. Ich habe auch die Möglichkeit, Interessenten, die Produkte kaufen möchten, einen Link zu geben über meine personalisierte Webseite. Dann kann er direkt bei der Firma einkaufen. Die Firma sieht, aha, das ist von Vermittler so und so gekommen. Und dann bekommt man diese 25% halt auf eine Provisionsabrechnung, die es einmal im Monat gibt. Ja, und was die Leila schon gesagt hat, wir warten tatsächlich jeden Tag drauf, dass die Farben endlich ins Lager kommen. Wir haben da halt einige Herausforderungen gehabt in den letzten Wochen. Wir haben eigentlich schon geplant, dass wir ab 15 die Sachen im Lager haben. Nur manchmal passieren so Dinge, die man selbst nicht beeinflussen kann. Und deswegen kann das halt sich noch ein paar Tage hinziehen. Aber sobald sie da sind, liefern wir halt aus. Und ja, da ist es dann auch so, dass wenn jemand so eine Farbe wählt, dann habe ich halt dementsprechend meine Handelsspanne von 25%. So, wir haben einen Karriereplan auch. Man kann aufsteigen in diesen Karriereplan. Der ist auch ganz, ganz einfach gestrickt. Ich bin registrierter Partner, habe 25% Einkauf. Sobald ich 3 Menschen oder beziehungsweise sobald ich 200 Euro persönlich bei der Firma Umsatz gemacht habe, Nettoeinkauf, das nennt man auch Karrierepunkte bei uns. Also das heißt, ich steige jetzt ein, sage, hey, ich will erstmal ein bisschen probieren, dann kaufe ich mir vielleicht so ein Starter-Set von 159 Euro, nachher bestelle ich vielleicht noch so ein Set, dann habe ich irgendwann 200 Karrierepunkte erreicht oder ich starte gleich mit einem Premium-Start, dann habe ich schon diese 200 Karrierepunkte. Sobald ich das erreicht habe, egal in welchem Zeitraum, werde ich immer für die erste Ebene bezahlt. Was bedeutet das? Für alle Partner, die ich selber persönlich in dieses Geschäft Yetaso werbe, das ist meine erste Ebene. Ich bin dort nicht begrenzt, kann hunderte von Menschen dort werben, bekomme ich 25% auf die Umsätze, die die Personen dort tätigen. Sobald ich 3 Partner ins Geschäft gebracht habe, das heißt 3 Menschen davon erzählt habe, die sagen, hey, ich möchte auch eine Kundennummer, eine Vertriebspartnernummer bei Yetaso haben, hört sich ja echt mega spannend an, dann bekomme ich sogar die 2. Ebene bezahlt. Was heißt das?
Ich erzähle jemand davon, der will dann auch Partner werden, dann bin ich der persönliche Vermittler, der erzählt wiederum jemand davon, dann ist das meine zweite Ebene. Sobald ich drei Partner in der ersten Ebene habe, werde ich für immer auch auf die zweite Ebene bezahlt. Was der Vorteil bei Jetaso ist gegenüber vielen, vielen Vertriebsplänen, die da draußen sind, wenn ich einmal eine Position erreicht habe, kann ich nie zurückgestuft werden. Also ich halte immer, ich habe keine monatlichen Qualifikationen, wo ich sage, ich muss jeden Monat den und den Umsatz machen, um die Position zu halten. Einmal erreicht, bekomme ich diese Position immer abgeredet. Sobald ich 5 Partner in der sogenannten ersten Ebene geworben habe, wird man bei uns Goldpartner. Die zeichnen wir auch aus, diese Partner auf Facebook. Der ein oder andere hat das schon gesehen. 5 Partner in der ersten Ebene geworden, dann werde ich auf die erste Ebene bezahlt, auf die zweite Ebene bezahlt. Und wenn meine Partner in der ersten Ebene jemand werben, der erzählt es auch jemand weiter, dann ist das schon die dritte Ebene. Also das heißt, ich bin Goldpartner und werde darauf bezahlt. Sobald ich 10 Partner in der ersten Ebene geworben habe, der ein oder andere, der vielleicht jetzt auf ein Network kommt, der sieht schon, dass ich selbst beeinflussen kann, aufzusteigen im Karriereplan und nicht davon abhängig bin, was meine Teampartner machen. Also es gibt ja oft so Pläne, wo man sagt, in der zweiten, dritten Ebene müssen die so und so viel Umsatz machen, damit ich aufsteige. Und dann sind so Monatsqualifikationen, dann am Ende des Monats ruft man die Leute an und sagt, hey, mach noch Umsatz, kauf doch noch was ein, weil dann schaffst du die Stufe. Und wenn du die Stufe schaffst, schaffe ich vielleicht die Stufe, das sagt man dann nicht, aber das weiß man ja. Und es geht bei uns nicht. Also bei uns kann man sich keine Position kaufen, weil unser Marketingplan, unser Vergütungsplan ist so aufgebaut, dass du umso mehr Frontline, umso mehr Erstlinge wirbst, umso höher steigst du im Karriereplan. Und wer sich halt eben mit Network Marketing wirklich auskennt und nicht nur so redet, es gibt ja welche, die reden nur und einige kennen sich aus, wissen ganz genau, es gibt niemanden in der Branche im Network Marketing, der 50, 100, 200 Menschen in der ersten Ebene gesponsert hat, um nicht da ein großes Geschäft aufgebaut hat. Und das ist halt bei uns halt Plan. Wer halt sehr viele Erstlinien aufbaut, wird auch automatisch nicht nur aufsteigen, der wird auch ein stabiles Geschäft haben. Das ist also die Philosophie im Network Marketing. Sobald man 20 Partner hat, wird man bei uns Bronze-Teamleader, bekommt dann die ersten 5 Ebene und bekommt auch noch Teambonus. Was heißt das? Auf meinen kompletten Umsatz, egal ob 6 Ebene tief, 5 Ebene tief ist, egal wie tief es ist, kriege ich nochmal 1% von der also auf die Provisionen, auf die Umsätze an Provisionen. Sobald ich 30 Teampartner habe, das heißt 30 Menschen persönlich geworben, das heißt, ich habe vielleicht mit 90 Menschen über Jetaso gesprochen, 30 haben gesagt, wir sind dabei, dann ist man halt Silberteamleader. Wir sind jetzt nicht lange dabei, knapp 6 Monate und haben schon einige, die in dieser Position sind und die alle keine Erfahrung vorher hatten im Network Marketing. Und das ist das Schöne und das zeichnet uns aus und wir sehen einfach, wie einfach dieses Geschäft ist. Man bekommt dann die ersten 6 Ebenen bezahlt, also 10% auf die erste Ebene, zweite Ebene 2%, 3% dritte und so weiter und auf die 6. Ebene 6% sowie ein Teambonus von 2%, alles, was unter mir irgendwo entstanden ist. Dann geht das weiter auf 50 Erstlinien. Da sind gerade 2 Personen, die kurz davor stehen. Die eine wird es wahrscheinlich in der nächsten Woche halt werden. Die erste dann, das heißt die erste Partnerin bei Jetaso, die Goldteamleader wird mit 50 Erstlinien. Sie bekommt dann halt alle 6 Ebene einen sogenannten Sonderbonus, was in Form von Reisen und Sachpreise halt gibt, die man einfach geschenkt bekommt von der Firma. In den höheren Stufen kann es auch mal ein PKW sein und man bekommt noch 3% Sonderbonus, Teambonus von der Firma. So, und das geht weiter und ich möchte das jetzt gar nicht weiter erklären, weil bei uns ist das wirklich Step by Step. Fängt man an, will man Karriere machen, machst du erstmal den Goldpartner, dann wirst du Teamleader und so weiter und lernst von einer Stufe zur anderen. Okay, das ist zum Beispiel, das sind halt die Personen, die schon einige Positionen bei uns erreicht haben, unter anderem die Stefanie Perez-Phillis, die schon 30 Teampartner hat, die Manuela Schmid, die kurz vor dem Gold ist, kurz vor den 50 steht, die Chantal Jordi, Chantal und Jordi Langenbach aus den Niederlanden, die wirklich die deutsche Sprache nicht so gut können, was ja auch normal ist, wenn man Niederländer ist. Ich kann gar nicht Niederländisch sprechen und haben ja auch jetzt mittlerweile über 40 Partner und stehen kurz vor dem Goldteam-Leader
Und auch hier die Daniela Rössner, die sieht man auch auf unserer neuen Webseite. Das sind halt die Partner, die wirklich 100% dieses Geschäft betreiben, wo wir auch, wenn wir halt Anfragen kommen oder so, dass dann diese Person halt dann dementsprechend weitergehen. So, meine letzte Folie, der Zyklus erfolgreicher Network-Marketing-Unternehmen. Was heißt das? Ganz einfach, es gibt wirklich zig Firmen auf dem Markt, international und natürlich auch in Deutschland gibt es Firmen, die machen wirklich 100, 200, 300 Millionen, 800 Millionen Umsatz mit ihren Network-Marketing-Unternehmen. Und diese Firmen, die wirklich so stabil und so erfolgreich sind, haben alle diesen Zyklus durchgemacht. Sie sind irgendwann gestartet mit einer Idee. Die eine Firma ist vielleicht aus der Garage gestartet, hat vielleicht so ein, zwei, drei Produkte benutzt, wirklich auch aus der Garage. Ich kenne also eine Network-Marketing-Firma aus Deutschland, die sind wirklich in der Garage gestartet, so wie so eine kleine Lagerhalle. Und machen heute 300 Millionen Euro Umsatz, eines der größten Unternehmen, auch ein deutsches Unternehmen. Und die haben alle diesen Zyklus durchlaufen. Oder ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, was gestartet ist, was mittlerweile wirklich kurz vor 1 Milliarde Umsatz steht. Das ist unglaublich. Oder auch andere Firmen, die vielleicht 8, 9 Jahre am Markt sind oder 10 Jahre am Markt sind und vor 3 Jahren vielleicht die ein oder andere Führungskraft bekommen haben und so richtig durchgestartet sind. Die sind alle irgendwo gestartet, haben so eine Momentumsphase erreicht, irgendwann nach 2, 3, 5, 10 Jahren vielleicht so einen Höhepunkt an Umsatz erreicht. Dann kann es sein, dass der Umsatz mal kurz fällt, weil vielleicht Märkte, die man vielleicht aufgemacht hat im Ausland, wieder verändert werden aufgrund von politischen Dingen oder halt Führungskräfte haben vielleicht das Unternehmen verlassen, haben vielleicht gedacht, ich mache mal selber was. Also irgendwo ist der Umsatz mal gefallen und dann fängt es an, langsam stetig zu wachsen. Und dieser Zyklus, diese Kurve ist mega, mega, mega gesund. Aber wenn man heute mit den Top-Leadern in den Unternehmen spricht, die Leader, die wirklich fünfstellige, sechsstellige Monatseinkünfte haben, wird man immer feststellen, man wird immer eins feststellen, die sind alle angefangen, wirklich in der sogenannten Momentumsphase, in der Startphase des Unternehmens, wo vielleicht noch nicht alles so reibungslos war, wo man gesagt hat, hey, da bin ich noch einer von den ersten 500, ersten 1000, ersten 2000, ersten 5000 Vertriebspartner. In dieser Momentumsphase sind die alle gestartet, die Person, und egal welche Firma man spricht, man wird nirgendwo hören, nein, 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 ich bin erst gerade angefangen und bin hier die Nummer 1. Nein, das stimmt nicht. Man schaut wirklich genau und sieht, die Top-Verdiener sind alle in der Momentumsphase. Diese Phase bekommt man einmal. Viele sind auch vor dem Start noch angefangen, in sogenannten Pre-Launch-Phasen. Und diese Startphase ist einfach die ersten, vom Beginn von der Pre-Launch-Phase, die ersten 36 Monate eines Unternehmens. Wer diesen Zeitpunkt erwischt, hat ganz, ganz große Chance, wirklich eines der Top-Leader sein in dem Unternehmen in den nächsten Jahren. Warum ich das so deutlich sage, ist, weil in diesen Phasen vielleicht Dinge noch nicht so super rund laufen. Wir haben das selber gemerkt. Wir haben heute Nacht unsere Webseite umgestellt und dann waren da halt noch 2, 3 Probleme, wo plötzlich ein Registrierungsformular nicht richtig gesetzt war und. Und diese Sachen passieren halt bei sogenannten Start-up-Unternehmen, bei Firmen, die noch ganz frisch sind, bei Firmen, die 10, 20 Jahre am Markt sind, passiert das nicht mehr. Die sind perfekt, sind super. Das Einzige, was man feststellen wird als neuer Networker, ist, wenn man Menschen auf dieses Geschäft anspricht, dass man oft hört, kenne ich schon, hat meine Oma schon gemacht, hat meine Tante schon gemacht, hat mein Onkel schon gemacht. Und da tut man sich ein bisschen schwer, obwohl man in den Firmen immer noch viel, viel Geld verdienen kann. Keine Frage. Das ist im Prinzip das, was wir machen. Meine letzte Folie, während die Intelligenten überlegen, stürmen die Cleveren die Festung. Es gibt auch andere, die sagen so, während die Schlauen überlegen, stürmen die Dummen die Festung. Ich finde das so ein bisschen so abgedroschen, weil das nicht so ist. Wenn man dumm ist, stürmt man nie die Festung. Man muss nur clever sein. Das heißt einfach, der ein oder andere überlegt, schaut, beobachtet und irgendwann sagt dann, naja, ich hätte mal, aber das war nicht der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist bei uns jetzt zu starten, sage ich einfach, weil in diesem Jahr, in 2019, wird etwas passieren, wo die ganze Industrie Network Marketing über uns sprechen wird, weil wir mit unseren Produkten nicht im Verdrängungswettbewerb sind. Das heißt, wir müssen nicht den Kunden sagen, nimm dieses Produkt nicht mehr von Firma XY, weil unser ist besser, unser hat noch mehr Wirkstoffe.
es gibt unser Produktsystem nicht im Network-Marketing und das ist ein Riesenvorteil und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Firmen auch gerade mit einigen Produktstrategien sehr, sehr, sehr erfolgreich werden können und wenn dieses Produkt nicht in anderen Firmen gibt, vielleicht von der einen oder anderen Firma vielleicht kopiert werden möchte. Produkte kann man ja kopieren, ist ja kein Problem. Nur Menschen kann man nicht kopieren. Und deswegen haben wir hier einen riesen Vorteil. Ich kann nur jeden raten, der heute ganz, ganz neu dabei ist, setzt euch im Anschluss mit euren Gastgeber mit in Verbindung. Falls ihr noch Fragen habt, klärt das ab. Und fragt auch nach so einem genannten Weekend-Deal. Manchmal haben wir so Weekend-Deals, wo man vielleicht das ein oder andere Geschenk zusätzlich bekommt, wenn man vielleicht schneller mal eine Entscheidung trifft. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, einen tollen Sonntag noch. Und wenn ihr jetzt noch ganz schnell umschaltet, schafft ihr noch Schwiegertochter, heißt das, glaube ich, oder Schwiegersohn gesucht. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg.